Verflex nochmal, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Und zwar, wir haben gerade, so ein bisschen was gegessen. Was wir aber unbedingt machen müssen, wir müssen Steine finden. Und ich traue mich hier gar nicht weiter rein. Oh, das ist immer gut. Schutz und hier der nächste. Lecker. Nein, nicht weglaufen. So, sehr gut. Da ist er. So, was? Hup, her damit. Und ich traue mich hier immer gar nicht weiter rein. Was wir aber unbedingt brauchen, unbedingt, sind Steine. Und dafür müssen wir hier weiter rein. Und das hier sind diese kleinen Steine, ne? Die kann man aber nicht gebrauchen. Weg damit. Feder. Ja, ganz im Ernst. Wo findet man denn wirklich mal Steine? Okay, das ist nur der Waschbär, der da unten rumläuft. Es wird nämlich auch schon wieder dunkel, so langsam. Und wir finden einfach keine Steine. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt guckt euch das mal an. Das ist so dunkel. Wir haben noch Feuer. Ja. Das ist ein bisschen besser. Ey, ganz im Ernst. Überall Stöcke. Aber keine Steine. Da. Noch ein Stein. Noch ein Stein. Und gleich sind wir wieder tot. Ich sehe das schon kommen. Okay, wir haben genügend Steine. Schnell weg. Wir müssen nämlich was essen. Wir haben Hunger. Wir haben keine Ausdauer. Genau. Und dann müssen wir hier wirklich mal so ein bisschen Bäume weghacken. Jojo. Oh, sauber. Das klappt. Dann können wir auch direkt hier Take C. Raus. So. Und als nächstes, ich weiß nicht, ob wir direkt schon schlafen gehen sollen. Wir haben natürlich kaum Ausdauer, aber... So, jetzt haben wir wieder... Oh, was? Ach du Scheiße, wird's schnell dunkel. Was ist denn da hinten? Da schimmert doch was. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo so ein bisschen... Fackeln aufstellen sollten. Aber alter Schwede, es ist so dunkel, ich erkenne ja gar nichts. Also wirklich überhaupt gar nichts. Warte mal, da müssen wir doch, wir müssen uns doch irgendwie helfen hier. Ja, geil. Und uns fehlen schon wieder Steine. Kann man diese hier verwenden irgendwie? Nee. Ey, das ist doch auch bescheuert. Kann man das wieder abreißen? C? Nee. Das geht natürlich geht das nicht. Ja, ganz im Ernst. Wenn uns jetzt hier was erwischt, dann sind wir ja eigentlich so gut wie am Arsch. Wisst ihr was? Save das jetzt erstmal. So. Und jetzt hauen wir nochmal eine Runde ins Bett. Und jetzt kommt bestimmt gleich... Ach, Quatsch! Wir haben durchgepennt. Wie geil ist das denn? Okay, dann können wir auch das Feuerchen da für die nächste Nacht. Dann stellen wir hier so rundherum so ein paar Feuer auf. Da haben wir zumindest so ein bisschen
so ein bisschen Licht. Aber erstmal bauen wir jetzt hier wirklich... Ach, okay, ich muss tatsächlich die ganze Zeit klicken. Also, ich weiß auch gar nicht genau, müsste man nochmal drauf achten, wie die Mausklicks in der Aufnahme sind. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit vor, mir ein neues Mikro zu kaufen. Allerdings bekomme ich ja so doch echt schon eine super Soundqualität hin. So, das gibt andere Ecken und Kanten, an denen Geld ausgegeben werden sollte, bevor ich mir ein neues Mikrofon kaufe. Von daher ist das so ein bisschen überflüssig. Natürlich möchte ich immer das Allerbeste vom Besten haben, aber ob es was bringt, ist dann eine andere Frage. Nämlich das Rode Procaster. Das schirmt nämlich unglaublich gut alle anderen Töne, Mausklicks, Rechner, Lüfter und sowieso alle Geräusche in meiner hellhörigen neuen Wohnung ab. Ich habe nämlich keinen Bock auf Raumoptimierung und alles Mögliche, was dazu gehört. Nee. Alter, die kam aber auch angeflitzt, oder? Sollen wir die umbringen? Scheiße, jetzt alarmiert sie doch ihr Dorf, ey. Ja, da, die Überlegung ist ein bisschen zu spät gekommen. Wir haben zum Glück lecker Lizard eingesammelt. Und so ein bisschen, um uns so ein bisschen Rüstung zu machen. Aber, ob es was bringt, wenn die ihre Cousins und Cousinen mitbringt? Was ist das da hinten? Kam da schon wieder jemand an? Ja, da hinten läuft noch jemand. Alter, wir sind hier aber auch so ein bisschen auf dem Präsentierteller, ne? Naja. Hauptsache, wir kriegen schnell das Gedöns fertig. Ich glaube, eine Wand haben wir doch jetzt schon fertig. Bam, geil. Ja, komisch, die Kaninchen sind früher nicht so weggelaufen. Ich habe das ja auch unglaublich lange nicht gespielt. Ich wollte jedes Mal so ein bisschen Update rausbringen, beziehungsweise zeigen, was denn in den Patches neu ist, neu hinzugekommen ist. Aber was man nicht alles will. Irgendwie geht doch immer alles anders. Ich bin froh, dass ich erstmal wieder zum Let's Playen komme. Da waren ja doch ein paar Leute, die mich vermisst haben. Fand ich ja schön. Ich meine, bei meinen süßen 31 Abonnenten freue ich mich natürlich über jeden. Na komm. Aber ich... Okay, da hinten lief noch jemand lang. Ich bin ja auch noch nicht da, um irgendwie Abonnenten zu farmen oder keine Ahnung. Ich witter jetzt auch nicht das große Geld hinter YouTube. Mir macht das einfach Spaß. Mir macht es Spaß zu moderieren. Und ich habe mich früher immer so richtig gescheut vor der Kamera, also vor laufender Kamera. Wenn ich mich vor eine Fotokamera stelle, ja, da habe ich überhaupt kein Problem damit, aber bei einer Kamera ist das nochmal was anderes. Und ich habe angefangen zu Let's Playen, um mich einfach... Okay, ich dachte schon, da lief wieder jemand. Um mich einfach sicherer vor laufender Kamera zu fühlen. Und ich weiß gar nicht, ist das so eine gute Idee? Mir kommt das ziemlich gut vor. Und vor allen Dingen im Verhältnis zum Anfang... läuft das ja doch ein ganzes Stück besser. Also ich bin ein ganzes Stück selbstsicherer geworden. Und das Ganze macht auch... Scheiße, wo war denn jetzt unser Baum? Das Ganze macht auch wieder... macht auch mehr Spaß mittlerweile. Ich weiß auch, was ich sagen soll. Beziehungsweise ich weiß nie, was ich sagen soll. Habt ihr mich erschrocken? Ich weiß nie, was ich sagen soll. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Was ist das denn hier? Noch einer. Geil. Hä? Jung.
Das macht aber auch gar nichts. Denn letztendlich kommt's ja, geht's ja um den Spaß. Alter, noch einer. Nicht, dass mir gleich der Baum auf den Kopf fällt hier. Noch einer, das gibt's ja nicht. Was ist denn hier los? Ich hoffe, die spawnen einfach nur so irgendwie in der Welt. Nicht, dass man irgendwann alle aufgegessen hat oder mitgenommen hat. Guck mal hier. Zick, 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 zick. Geil. Und hier machen wir jetzt mal. Schnappen wir uns noch einen. Knallen ihn mal auf den Grill. Zack. Alter, es läuft gerade irgendwie zu gut. Ich habe ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie läuft es mir einfach zu gut gerade. Mir geht's zu gut. Schnapp. Schneller, 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 schneller. Hä? Wieso konnte ich denn nicht essen? So, jetzt aber gestärkt. Okay, sie hat ihre Kollegen zumindest jetzt noch nicht geholt. Finde ich ja ganz freundlich von ihr, dass sie nichts von uns erzählt hat. Ich laufe immer da durch diesen Eingang, weil ich immer schon das Gefühl habe, wir stehen schon in unserer Festung. Dabei ist ja noch gar nichts. Es ist nichts Festes mit uns. Ich bin noch nicht bereit für was Festes. Was läuft hier eigentlich durch. Was blinkt hier eigentlich immer so? Ach, das ist unser Krokodilarm gerade. Ich dachte, was? Nanu, was ist das? Ja, wie gesagt, also der Prozess und Werdegang des Let's Players ist ja doch ein interessanter, wenn man den mal an sich selber sieht. Weil man meint immer so, wenn man bei anderen zuguckt, Alter, was machen die denn? Und die konzentrieren sich überhaupt nicht. Ich muss aber sagen, das ist teilweise auch nicht immer das Allerleichteste. Und gerade ich zum Beispiel, also ich bin vor allen Dingen wirklich keiner, der sich beschwert, warum konzentrieren sich die Leute nicht? Ich bin, im Grunde bin ich ein relativ strukturierter Mensch, aber bei so Spontanitäten bin ich unglaublich unstrukturiert. Ich weiß zwar, was ich will und wo ich hin will, aber sehr zerstreut. Und Moment, den nehmen wir mit. Zum Beispiel jetzt gerade. Ach, den können wir schon wieder nicht mitnehmen. Oh, Steine. Halt, hier geblieben. Wo ist der andere? Wo ist denn der andere? Ja, im Grunde bin ich ein relativ stark strukturierter Mensch oder organisiert, sag ich mal. Und gerade wenn es ums Let's Playen geht, noch ein Stein. Man tut ja die ganze Zeit wirklich. Ach Scheiße, wo ist denn der andere Baum? Man tut ja wirklich die ganze Zeit was und sucht aktiv. Man hat eigentlich zwei Prozesse im Kopf und der Kopf kann ja nur immer einen Gedanken zumindest zur Zeit fassen. Ey, das finde ich jetzt gerade blöd. Jetzt haben wir so eine ungerade Anzahl. Das mag ich irgendwie nicht. Kam denn da weniger raus? Hat das jemand gesehen? Alter. Schlag doch mal zu, Junge. Bumm. Ja, aber was ich mal alles erzähle, ohne was zu erzählen. Nö. Und bupp. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Der muss ja irgendwo hingerollt sein. Da hinten, alter Schwede. Der ist ja weit weg. Aber wir haben ihn. Hallo? Nimm. Nimm, Junge, nimm. So.
Aber nicht nur das, vor allen Dingen das Selbstbewusstsein, das wird echt ein ganz anderes. Aber ich denke, das ist auch einfach dieser Übungseffekt, der da eine große Rolle spielt. Das ist wie beim Autofahren. Und irgendwann baut man einen Unfall. So, jetzt habe ich hier doch aber zwei Balken gesehen. Das finde ich ja schon wieder komisch. Was war denn da los? Ich glaube, das ist einfach so. Die wollen uns verarschen. Klingt, als hätten wir irgendwie Scheiße im Schuh. So, die Wand ist fertig. Wir. Warte mal. Nee, wir nehmen das noch mit, bevor wir Päuschen machen. Weil da hinten. Ach nee, dann haben wir nämlich keine ungerade Anzahl mehr. Das ist super prächtig. Ding. Nächste Ding fertig. So, zack. Gut, dann speichern wir mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Moment. Das mache ich mal schöner. Bei den Vögeln. Hier kann man eigentlich noch eine Hand ausstrecken? Ich weiß gar nicht. Hier. Nee, geht nicht. Ja, selber schuld. Flambiertes Kaninchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Tschüss.